Amtsführung der Präsidentin ist natürlich nicht zu kommentieren, aber wenn man es dürfte, würde ich es für gut befinden. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Anwesende, die Anzahl der Cyberangriffe, sie nimmt stetig zu, und Cybersicherheit und Resilienz müssen daher oberste Priorität haben in unserem Land. Und ich möchte hier zu Beginn an betonen, was mir als digitalpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion schon in der vergangenen Legislaturperiode wichtig war. Wir müssen beim Thema Cybersicherheit alle mit ins Boot holen. Bund, Länder, Kommunen, Wirtschaft und Forschung. Und ganz besonders dürfen wir unsere Kommunen nicht alleine lassen. Und jetzt sind wir Teil der Regierung, und diese Koalition, sie setzt es in die Tat um. Im Koalitionsvertrag haben wir uns dazu verpflichtet, die Cybersicherheit zu stärken, und das tun wir auch. Ein aktuelles Beispiel ist viele Leute in der Debatte auch schon, die UAS in Frankfurt wurde gehackt. Das Ausmaß des Hacks kann noch gar nicht abgeschätzt werden. Aber ich kann schon auch mit Blick auf das Uniklinikum Frankfurt und die Haushaltsdebatte am gestrigen Tag sagen, wir lassen als Koalition nach einem Cyberangriff niemanden alleine. Die Angriffe beschränken sich ja nicht nur auf Hochschulen, auf Kliniken, sondern auch Unternehmen, Verwaltungen, wichtige Infrastrukturen im Verkehrs- oder Finanzwesen sind im Fadenkreuz. Und umso wichtiger ist es, dass wir in Hessen gute Strukturen aufgebaut haben, um Cyberangriffen zu begegnen. Das Cyberkompetenzzentrum Hessen 3C ist eine der zentralen Einrichtungen unserer digitalen Sicherheitsarchitektur, und es soll weiter gestärkt werden. Wir wollen auch ergänzend, ich habe schon extra explizit die Kommunen angesprochen, einen Aktionsplan kommunale Cybersicherheit auf den Weg bringen. Weil gerade Städte und Gemeinden brauchen Handlungssicherheit im Krisenfall. Die sind mit diesen Herausforderungen konfrontiert, und im schlimmsten Fall brauchen sie Unterstützung durch das Hessen 3C. Und auch der Bund ist ja schon angesprochen worden. Durch die Mitgliedschaft im Nationalen Cyberabwehrzentrum steht Hessen im direkten Austausch mit den Sicherheitsbehörden des Bundes, und das ist gut so. Ob es jetzt am Ende eine Grundgesetzänderung irgendwann vielleicht doch noch brauchen in den nächsten Jahren für das BSI, das wird sich zeigen. Die Bedrohungen werden mehr, und sie sind vielfältig. Und es ist daher auch richtig, dass wir jetzt zunächst die offene Bund-Länder-Arbeitsgruppe hybride Bedrohungen erweitern in ihrer Zuständigkeit. Künftig auch um Desinformation, wirtschaftliche Einflussnahme, Spionage und vor allem auch den Schutz der kritischen Infrastruktur. Außerdem müssen wir das nationale Cybersicherheitsforschungszentrum ausbauen. Die Cybersicherheitsforschung gerade am Athene, denn wir haben ja heute schon den Kolleginnen und Kollegen dort vor Ort gedankt, zeigt, dass wir hier einen Leuchtturm in Hessen haben, und es zeigt auch, dass wir international exzellente Expertise für die Cybersicherheitsforschung hier in Hessen beheimaten, und das ist gut so. Hier werden nicht nur kritische Sicherheitslücken aufgedeckt, sondern auch ganze Teams im Umgang mit IT-Notfällen geschult, und das ist ein Wissenschaftstransfer in die Praxis, den wir gerade im Cybersicherheitsbereich dringend brauchen. Aber auch unsere Telekommunikationsnetze, und wir haben heute Morgen auch schon über unsere Rechenzentren gesprochen. Sie sind das Rückgrat unserer digitalen Gesellschaft und gehören zu den wichtigsten kritischen Infrastrukturen. Und deswegen ist es auch notwendig, dass wir eine enge Zusammenarbeit mit den Telekommunikationsunternehmen und auch mit den Rechenzentrumsbetreibern in Hessen voranbringen. Denn wir haben auch in der Vergangenheit schon erlebt, dass die physische Zerstörung von Glasfaser und Stromleitungen oder an Rechenzentren die Kommunikation mindestens genauso stark beeinträchtigen kann wie ein Cyberangriff. Und deswegen müssen wir hier bedarfsgerecht Redundanzen in der Planung künftig berücksichtigen. Außerdem wollen wir als Koalition ein Krisenresilienzzentrum zur Entwicklung digitaler Kommunikationslösungen für Krisenfälle ausbauen. Und hier werden wir, es fiel auch schon, mit Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung vernetzt und natürlich mit dem Forschungsprojekt Emergent City der TU Darmstadt kooperieren. Und das werden wir gemeinsam auf den Weg bringen. Und weil der Kollege Leveringhaus schon angesprochen hat, ich persönlich war auch mit dem Landrat des Landkreises Darmstadt-Dieburg schon mal im Austausch mit den Feuerwehren und Emergent City. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir diesen Teil für Katastrophenschutzfälle auch eng miteinander verzahnen, weil die Feuerwehren, das sind wir uns, glaube ich, alle hier im Hause einig, eine wichtige und unverzichtbare Aufgabe auch in diesem Bereich leisten. Ein Satz sei mir aber auch zum Kollegen Stirböck noch erlaubt. Wenn Sie jetzt hier die Zahlen von Local at Risk zitieren, die sind richtig und die sind korrekt, und es ist gut, dass Sie sie ansprechen. Aber wenn Sie im gleichen Atemzug sagen, das Land macht nichts, ich wollte Sie nur darauf hinweisen, das tolle Start-up Local at Risk erhält natürlich Landesförderung aus dem Distral-Programm. Insofern tut das Land auch was dafür, dass Local at Risk als tolles IT-Sicherheits-Start-up was voranbringt. Insofern, also gute Zahlen, aber nicht ganz korrekt gewesen in der Hinsicht, dass das nicht auch ein Teil von Landesförderung ist. Aber liebe Kolleginnen und Kollegen, ich muss zum Schluss kommen. Wir wollen ja auch
jetzt demnächst noch in die letzten Tagesordnungspunkte einsteigen. Deswegen lassen Sie mich noch einmal festhalten. Die Bedrohungslage durch Cyberangriffe, sie ist so hoch wie nie zuvor. Und die Angreifer, sie unterscheiden nicht zwischen Zuständigkeiten in Kommunal- oder Bundesverwaltung. Herr Abgeordneter Kapfenberger, Sie müssen wirklich zum Schluss kommen. Nur gemeinsam können wir, Frau Präsidentin, die Cybersicherheit stärken und unsere digitale Zukunft sichern. Vielen Dank.